Wir kommen nun zu einem wichtigen Kriterium zur Beschreibung des Datenaustauschs. Ein Datenaustausch kann Punkt zu Punkt stattfinden, das haben Sie eben gesehen, einfach zwischen zwei Rechnern, oder er kann vermittelt sein. Und bei der Vermittlung haben wir die Leitungsvermittlung und die Paketvermittlung. Mit der Paketvermittlung geschieht es, dass einzelne Nachrichtenstückchen gesendet werden, die dann irgendwo ankommen. Und wenn man sich nicht darum kümmert, wann und wie sie ankommen, dann nennt man das verbindungslos. Jedoch kann man auch bei der Paketvermittlung, indem man genau Buch hält darüber, welche Pakete verschickt worden sind, in welcher Reihenfolge, eine Art Verbindung emulieren. Eine Verbindung, das ist eine Beziehung zwischen zwei kommunizierenden Stationen über einen bestimmten Zeitraum. Diese Verbindung kann virtuell sein oder sie kann physisch wirklich existieren. Betrachten wir die Punkt-zu-Punkt-Verbindung etwas genauer. Sie ermöglicht eine einfache Kommunikation, denn die beiden Rechner, die verbunden sind, können direkt miteinander loslegen, sich zu unterhalten. Möchte man jedoch in einem Rechnernetz alle Rechner Punkt zu Punkt verbinden, so wächst der Verkabelungsaufwand quadratisch mit der Rechneranzahl. Die Leitungsvermittlung würde dieses Problem umgehen. Man schaltet eine feste Verbindung durch Vermittlungsstellen und hat dann zum Zeitpunkt der Verbindung quasi eine durchgehende Leitung. Unser analoges Telefonnetz bzw. das, was wir früher einmal hatten, funktioniert in dieser Art. Die Vorteile sind, dass die Teilnehmer eine feste Bandbreite zur alleinigen Nutzung erhalten. Das heißt, derjenige, mit dem Sie verbunden sind und Sie, müssen sich nichts teilen. Sie können sich gegenseitig anrufen und einfach schweigen. Die Kommunikation ist einfach. Es gibt jedoch ungenutzte Übertragungskapazitäten, nämlich genau dann, wenn Sie sich nichts mitzuteilen haben, aber trotzdem die Verbindung da ist. Der Aufbau solcher Verbindungen ist zeitintensiv. Der Ausfall von Vermittlungsstellen legt Teile des Netzes lahm. Wir betrachten nun hier gegenüberstellend die Paketvermittlung dazu. Bei der Paketvermittlung wird eine Nachricht in individuell adressierte Pakete zerlegt. Die Datenpakete werden von Knoten zu Knoten zwischen je zwei verbundenen Rechnern weitergereicht. In diesen Knoten werden sie zwischengespeichert. Man spricht auch von einem Store and Forward Network. Verzögerungen sind möglich, aber die Übertragungskanäle können deutlich besser ausgenutzt werden. Der Empfänger ist in der Verantwortung, die Pakete zu sammeln, zu sortieren und die ursprüngliche Nachricht wieder zusammenzusetzen. Es ist klar, dass es sich hierbei um ein wesentlich aufwendigeres Verfahren zur Kommunikation handelt. Und es ist auch klar, dass man nicht unmittelbar Dienstgüte garantieren kann. Pakete, die im Netzwerk nicht zwischengespeichert werden können, gehen einfach verloren. Beachten Sie auch, dass die Reise, das Verschicken eines Paketes Zeit in Anspruch nimmt. Insgesamt ist es jedoch ein sehr flexibles Verfahren. Sie sind hier, schicken eine Nachricht ab zum nächsten verbundenen Rechner, der schickt die wieder zu einem Rechner. Und der Rechner C hier, ein sogenannter Router, entscheidet, ob er die Nachricht weiter hierüber schickt oder hierüber. Und von dort geht es dann weiter zum Empfänger. Weil wir mit einzelnen Paketen es zu tun haben, müssen wir die Verbindungsart unterscheiden. Wir können, wie eben schon gesagt, etwas verbindungslos schicken, indem wir uns nicht darum kümmern, was mit dem Paket geschieht. Wir können aber auch verbindungsorientiert arbeiten. Kennzeichen der verbindungslosen Kommunikation sind, dass Daten ohne Vorankündigung zur Übertragung übergeben werden
und von Netzwerkknoten zu Netzwerkknoten geschickt werden. Es gibt keinen initialen Kontakt zwischen Sender und Empfänger. Es gibt keine Garantie, dass die gesendeten Daten den Empfänger erreichen. Das heißt auch, dass man keine Ressourcen reservieren muss, was wiederum Variationen von Zustellgeschwindigkeit und Qualität zur Folge hat. Der Verwaltungsaufwand durch Verbindungsaufbau entfällt aber. Bei der verbindungsorientierten Kommunikation, immer noch bei der Paketvermittlung, ist eine Aufstellung einer definierten Verbindung zwischen Stationen notwendig. Der Datenaustausch geschieht in drei Phasen. Es gibt ein Connect-Setup, eine Art Verbindungsaufbau. Der Sender spricht den Empfänger an und sendet Authentifizierungsdaten. Dann geschieht der Datenaustausch, der kann uni- oder bidirektional sein. Und dann der Verbindungsabbau. Wenn wir telefonieren, machen wir im Prinzip genau diese drei Schritte. Steht einmal eine Verbindung, ist der Datenaustausch einfach. Der Empfänger ist gefunden, die Reihenfolge bleibt erhalten und die Ressourcen sind reserviert. Der Aufbau einer Verbindung ist komplex und zeitintensiv. Die Herausforderung ist es, verbindungsorientierte Dienste über paketvermittelte Netzwerke zu schaffen. Hier nochmal zur Orientierung, sind hier in dem Bereich. Vom Prinzip her sind Verbindungsart und Zuverlässigkeit orthogonal. Das heißt, es gibt zuverlässige Ströme und unzuverlässige Ströme. Es gibt zuverlässige Datagramme und unzuverlässige Datagramme. Verschiedene Beispiele sind dazu in dieser Tabelle aufgeführt.